ist das in Verletzung von der Persönlichkeitsrecht und das geht also nicht. Mhm. Freut mich, dass einige gekommen sind. Mein Name ist Juliane Alton, ich bin Umweltstadträtin und auch zuständig dafür, dass im Raum der Klimaschutz und Klimawandel Anpassung passiert, also auch dafür, dass es hier Bäume gibt, die Schatten und Kühle spenden. Heute geht es einfach darum, ein bisschen darüber zu informieren, wie die Pläne der Stadt jetzt sind. Und zwar geht es einmal in der Stadtplanung auch um die Verlängerung dieser Fußgängerzone. Schulgasse wird nach Süden hin als Fußgängerzone verlängert. Das ist eine Sache, die uns sehr freut und der wir wirklich zustimmen können. Wir werden dadurch eine große fußläufige Innenstadt bekommen mit einem vielleicht noch besseren Angebot am Wochenmarkt. Das Einzige, was uns an diesen Plänen stört, das ist, dass dieser Baum, diese Platane von ungefähr 40 Jahren in diesen Plänen der Gestaltung, die von den Architekten LAAC in Innsbruck gemacht worden ist, da ist dieser Baum nicht mehr enthalten. Wir sind der Meinung, Fußgängerzone ja unbedingt, aber eine zeitgemäße Stadtplanung muss Bäume und auch andere Pflanzen und auch grüne Flächen, auch Parks und Gärten mitdenken. Gestalten und nicht aus Gründen, die ich jedenfalls nicht nachvollziehen kann, Bäume umschneiden. Es wäre um diesen Baum meines Erachtens sehr schade.
Baustelle schwieriger abzuwickeln ist, wenn ein Baum mittendrin ist, das wissen wir. Aber diese Mühe sollte es uns wert sein. Ich sage das bei diesem Baum auch deshalb, weil so viele Bäume Schaden genommen haben und auch weggekommen sind in der letzten Zeit. Das muss sich ändern. Da sollten wir eine völlig andere Arbeitsweise uns angewöhnen in der Stadt und in der Bauabwicklung. Und ein bisschen was können wir immer erreichen, aber es passiert auch viel zu viel. Und eine richtige Baumschutzrichtlinie haben wir hier noch nicht. Und das sollten wir bekommen. Also wenn es Sie interessiert, dass dieser Baum stehen bleibt, dann möchte ich Ihnen raten, wenden Sie sich an unsere Frau Bürgermeisterin, schreiben Sie, es wäre Ihnen wichtig, sagen Sie, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt in unserer Stadt, nehmen Sie aktiv teil, kommen Sie auf Stadtvertretungssitzungen, die sind öffentlich, und tun Sie kund, was Sie meinen und was Sie wünschen. Wir machen das jetzt nur ganz kurz, es geht wirklich nur um diese knappe Information. Sagen möchte ich noch, wir haben noch einen kurzen Redebeitrag von Ingrid Benedikt hier links von mir. Sie ist Obfrau gemeinsam oder Teil des Vorstandsteams des Obst- und Gartenbauvereins. Und es gibt noch eine Grußbotschaft von Konrad Amber, die können wir auch noch kurz anlesen. Bitte, Ingrid. Ja, ich mache es jetzt im Dialekt, ich hoffe, das passt. Mein Freund, der Baum ist tot. Dieses Lied von der Sängerin Alexandra, 1968, das höre ich irgendwie immer wieder, wenn ich vorbeigehe, wo gerade ein Baum gefällt worden ist oder wo ein Baum in Gefahr ist. Und vor allem, wenn nachher irgendwas reinkommt, was nur noch aus Stuhl ist und wo nachher plötzlich das ganze Grünwerk ist. So ein Baum ist ein wahrer Alleskönner. Im Frühling duftend und schöne Blüten. Im Sommer geht er Schatten und kühlt, im Herbst geht er ein farbiges Feuerwerk und auch im Winter ist er ein Rastplatz für Vögel und anderes Getier. Alle, die einen Garten haben, die wissen, was für ein Schatz so ein Baum ist. Aber die Zeiten haben sich natürlich geändert und nicht lange jeder und jede hat einen eigenen Baum daheim im Garten. Und wie wir wissen, gerade mit dem Klimawandel, da werden Bäume und überhaupt öffentliches Grün in der Stadt immer wichtiger. Damit Städte bewohnbar bleiben, braucht das grüne Inseln an vielen Orten. Es gibt zum Beispiel Aufnahmen aus der Luft von Städten wie Graz und Wien, die genau zeigen, wie wichtig solche Plätze sind. Wo man von der Meteorologie her wirklich Aufnahmen gemacht hat, die nachher bewiesen haben, da sind einige Grad weniger. Und man haltet Hitz, gerade jetzt mit dem Klimawandel, besser aus. Aber wir wollen natürlich keine am Reisbeck geplante Sturwürste, sondern wir möchten lebenswerte Plätze in der Stadt. Und leider, das wissen der Serbe, ist in den letzten Jahren einiges verschwunden. So da ganz in der Nähe, im Park von St. Martin, wo ganz große, schöne Kastanienbäume Weiche haben müssen. Aber es gibt auch positive Beispiele. Ich bin zum letztes Jahr zum Beispiel in Zürich gesehen und hier wirklich groß gestaunt. Da gibt es eine Siedlung, die heißt Iris Park und die ist nicht im rechten Winkel gebaut, sondern da stehen wunderbare alte Bäume und da haben doch wirklich die Planer um die Bäume haben sie diese Anlage geplant. Und was das für ein Schatz ist, das kann man sich wohl vorstellen. Aber auch im Hadlerdorf, da bin ich jetzt ganz stolz, haben wir da vom Obst- und Gartenbauverein auf der Hadler Kirchenbühne. Und zwar in Zusammenarbeit mit der Pfarre Hadlerdorf und auch mit der Stadtplanung, die Storabirre mit der Abteilung, neue Obstbäume gesetzt und wir pflegen sie auch die nächsten Jahre. Bis irgendjemand aus der Pfarre denn die Patenschaft hat. Also ich will nicht sagen, es passiert nur Schlimmes. Aber ich finde einfach, man muss manchmal den Finger anheben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ganz schwierig mit den Argumenten. So bin ich die Woche bei der Autobahn Nord aufgefahren und mich trifft fast der Schlag, wie ich sehe hier. Auf der rechten Seite liegen alle Bäume, frisch gesägert, riesen Hüfe mit Äst und so kräsiges Material. Und dann habe ich gedacht, da muss ich jetzt einfach nachfragen. Und dann hat es geheißen, das ist im Konzept der Wiesenbrüter vom Naturschutzgebiet und die Wiesenbrüter, für die sind große Bäume gefahren. Also ich will auch damit sagen, es ist alles nicht so ganz einfach mit Argumenten. Manchmal nur so, wenn es schmerzt, sowas wert.
Und wenn man es aber dann weiß, versteht man es auch. Und ich mir denke, ja gut, da muss ich dann halt abwägen, was ist jetzt besser. Aber die kleinen Vögel, sobald Bäume sind, da haben die Greifvögel Möglichkeiten, zum nachher nachschauen und starten und sie auffressen. Was ich mir aber in Zukunft wünsche, ist Folgendes, dass man es immer ganz gut überlegt und keine schnelle Aktionen macht. Dass man aus Gespräch mit der Bevölkerung sucht. Dass man überlegt, was ist die beste Lösung. Das ist nicht immer die schnellste Lösung. Und es kann auch sein, dass manchmal wirklich ein Baum wirken muss. Aber für uns ist es ein ganz starkes Symbol, weil man sagt, vergessen wir nicht in der Innenstadt, da wird es immer weniger früher. Und ich habe gestern besucht hier, nein, wir so von Dorabirer geredet, sagen sie, war es Gartenstadt. Das ist ja wohl einmal gewesen, aber nur mal jetzt. Also ich sehe es nicht ganz so dramatisch, aber wir müssen dort oben probieren. Und wenn in Zukunft aus irgendeinem Grund beim Feld werden müssen, dann bin ich dafür, dass es ganz gleich parallel dazu Ausgleichsmaßnahmen gibt. Wo man sieht, gut, der hat jetzt fallen müssen und was tun wir jetzt dafür, so wie es manchmal bei den Ausgleichsflächen den Möglichkeiten gibt, dass man die rettet. Und ich als Mitglied vom Obst- Gartenbauverein würde mich natürlich sehr dafür einsetzen. Danke. Vielen Dank, Ingrid. Ich werde nur noch ganz kurz ein paar Zitate vom Konrad Amber vorlesen, der gern dabei wäre bei uns, er ist aber in der Steiermark unterwegs und der sieht, wir sollten uns bewusst werden, dass wir viel mehr Bäume für unsere Gesundheit, für unser Wohlergehen brauchen und nicht weniger. Das ist der falsche Weg. Und eines muss uns allen bewusst sein, wenn ein großer, fast erwachsener Baum wie diese Platane umgehauen wird, braucht es wieder viele Jahrzehnte, bis ein anderer Baum so groß und so wirkungsvoll bis es so wirkungsvoll geworden ist. Bei Erstpflanzungen wird nämlich immer dies vergessen, die Zeit. Wir müssen ein Menschenleben lang warten, bis ein Baum groß und erwachsen geworden ist. Das gehört überlegt, bevor die Kettensäge lärmt. Das sieht uns der Konrad Amper. Und jetzt bin ich einfach der Meinung, wir werden gut drauf schauen, da in den Gremien der Stadt, dass diese Planung umgeplant wird, dass es neu überlegt wird. Ich glaube, es gibt Chancen und so gibt es auch noch mehr Aktionsmöglichkeiten und da hätte ich, wenn es so weit ist, natürlich gern alle wieder einladen zum Chor, wenn das notwendig ist. Und damit möchte ich euch allen fürs Chor danken und wir bleiben dran. Wir sind eine feine Unterstützung für dieses Anliegen. Es hat uns jetzt einfach interessiert, ob wir da ganz alleinig sind mit dieser Sichtweise auf den Baum, aber ich glaube, das sind wir nicht. Also vielen Dank.